Bumm. Hallo, liebe Freunde von dem spirituellen Heute-Journal. Es freut mich ganz besonders, heute an der Seite von Martin Zoller diese Sendung moderieren zu dürfen. Und wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Weltlage im Umbruch. Hallo Martin, hallo liebe Zuseher. Hallihallo, lieber Nepomuk, schön bei dir zu sein und schön bei euch zu sein, lieben Zuschauer, ebenfalls herzlich willkommen. Man sieht es bei dir sind die Bude voller Blumen, einmal die Blume des Lebens und einmal die Blume aus dem Garten. Also du bist ja hier im blumigen Leben, nicht in Europa zurzeit, aber wir sind ja hier in Europa etwas in Bedrängnis, zumindest was unsere Psyche betrifft, manche Länder tatsächlich in Bedrängnis, was die Ukraine betrifft. Kannst du uns vielleicht ein bisschen helfen? Du hast ja schon seit Jahren immer wieder über diese Geschehnisse vorab berichtet, glaube ich 14, 15, und hast gesagt, da kommt was auf uns zu. Und wie soll man denn damit umgehen, Martin? Ja, also vielleicht vorwegnehmend, ich denke, in Bedrängnis ist Europa nun schon auf jeden Fall ein Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich denke, das hat so richtig angefangen 2008, 2009 mit der Immobilienkrise und dann der nächste Höhepunkt 2014, 2015, 2016 mit den ganzen illegalen Immigrationsströmungen, den daraus erfolgenden Terroranschlägen, dann das ganze Brexit-Chaos von 16 bis 20 und dann übergehend 20 direkt in die Corona-Situation. Ja, und kaum ist Corona etwas entspannt, zumindest in der Gegenwart, im Moment, gibt es den nächsten Tiefschlag, und zwar Ukraine. Ich finde das traurig und ich finde es natürlich auch schwierig, weil das, wie du sagst, beeinflusst die Psyche sehr stark. Viele Leute hofften, sie können jetzt ein bisschen aufatmen und entspannen, und leider sehen wir, dass dem nicht so ist. Ja, die Ukraine, ich setze mich schon seit Jahren immer wieder mit der Ukraine auseinander. Ich habe dazu auch schon verschiedene Prophezeiungen, Vorhersagen gemacht, und ich möchte hier auf die erste eingehen, und zwar ist die vom 2. Januar 2015. Das war eine Vorhersage zur Entwicklung Europas in den nächsten 2-3 Jahrzehnten. Mhm. Und da sind verschiedene Vorhersagen für Europa, und eine davon, die sind da, ich übersetze, das ist aus dem Englischen, habe ich das veröffentlicht, da heißt es, Zentralasien und Osteuropa werden erste Zeichen von Gewalt erleben müssen. Das heißt, als erste Anzeichen, dass es so langsam richtig losgeht, wird Gewalt in Zentralasien und in Osteuropa sein. Und da habe ich dann spezifisch geschrieben, Ukraine wird nur der Anfang sein. Und das war am 2. Januar 2015. Ich habe auch noch geschrieben, Zentralasien, das könnte sich auf den Krieg im Bergkarabach bezogen haben. Der war ja vom September bis November 20. Also da im 2015 habe ich gesagt, seid vorsichtig, wenn es in der Ukraine unruhig wird, wenn es zu Gewalt kommt, dann sind das die ersten Zeichen, dass es nun sehr bald richtig losgeht. Und das, was wir hier erleben, das ist meines Erachtens genau das, was ich damals vorhergesagt hatte. Ich habe übrigens ein Jahr früher, also im 2014, habe ich eine Vorhersage nur für die Ukraine veröffentlicht, und darin, da ging es darum, wie entwickelt sich das Land. Das heißt, das war dann kurz nach der Unruhe und nach dem Sturz der damaligen Regierung, der ja durch den Westen verursacht wurde. Und da habe ich auch veröffentlicht, wie ich die nächsten Jahre für die Ukraine sehe. Und leider muss man sagen, hat sich das alles so bewahrheitet, wie ich es damals gesehen hatte. Ich habe auch in Bezug auf die USA gesehen, dass es den Amerikanern nicht möglich sein wird, über längere Zeit da wirklich stabil zu bleiben und das Land auch sicher durch sichere Meere führen zu können. Also
Das wird leider Gottes auch noch lange nicht vorbei sein. Und ich denke, es ist immer schwierig bei solchen Situationen, auf der einen Seite natürlich auch die emotionale Tragödie hinter solchen Ereignissen zu sehen, weil da leiden natürlich auch sehr viele Menschen. Auf der anderen Seite jetzt aus meiner Sicht, aus medialer Sicht, mit Prophezeiungen, mit medialen Vorhersagen, das Ganze auch aus einer, sagen wir jetzt mal, emotionsdistanzierten Warte intuitiv analysieren zu können, indem man dann versucht oder sehen muss, wie man mit diesen Situationen arbeitet, ohne dass man sich da emotional hinein verwickeln lässt. Weil so gesehen, muss man auch sagen, ist Ukraine nichts anderes als ein Spiel oder ein ja, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen wie mit einer WM, einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also das, was hier passiert im Moment, das ist ein großes Fußballspiel und eine große Fußball-Weltmeisterschaft, eine geopolitische. Und dann gibt's wie in der WM halt auch, gibt's verschiedene Austragungsspiele und Orte. Zum Beispiel spielt dann am einen Spiel spielen die zwei Teams und dort die anderen zwei Teams. Und der Konflikt in der Ukraine ist jetzt nichts anderes als eines dieser Spiele in Anführungszeichen, das orchestriert wird. Aber eigentlich geht es ja nicht um die Ukraine, sondern geht es um ein viel höheres und viel strategischeres Spiel oder Entwicklung. Und das ist dabei die ganze Weltlage zu verändern, neu zu gestalten, neu auszurichten. Und wie gesagt, was Europa betrifft, ist das, was jetzt in der Ukraine passiert, einfach so der erste Paukenschlag. Du sagst ja immer in deinen Prognosen und deinen Visionen, du sagst, okay, ich kann diese Visionen, ich kann diese Umbrüche sehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich als Einzelner dann in diesem Geschehen dabei sein muss. Wenn ich weiß, dass es in Europa, sage ich jetzt mal, ein bisschen unruhig wird, dann kann ich immer noch persönlich entscheiden, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei oder wechsle ich den Ort. Das wird natürlich auch nicht für alle möglich sein. Aber ich kann mir natürlich auch innerlich, sage ich jetzt mal, einen anderen Kompass stellen. Ich kann natürlich mich von dieser Angst, von diesen bedrohenden Zukunftsszenarien, sage ich mal, jetzt ersetzen lassen. Oder ich gehe in meine Mitte und da hast ja du auch immer wieder auch deine Kurse und sagst, kommt in eure Mitte, geht in, sage ich mal, in die Stille, geht in diese Meditation, um auch hier Informationen aus diesem größeren Quantenfeld zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Man kann für sich entscheiden, wie man in solchen Situationen umgehen will. Eben bleibt man nicht, wie bereitet man sich vor. Aber so oder so, denke ich, geht es darum, dass man für sich entscheidet, wie handle ich nun und was bedeutet das. Das Schwierigste in solchen Situationen ist, wenn man auf Hoffen und auf Glauben setzt, weil Hoffen und Glauben führen zu nichts anderes als Passivität und plötzlich ist es zu spät. Also so gesehen, ich würde sagen, es ist schon gut, dass sich jeder Gedanken macht, gut, was passiert. Man muss ja nur ein bisschen die Entwicklungen beobachten. Natürlich, Angst ist ein sehr schlechter Ratgeber, aber trotzdem, es ist wichtig, dass man jetzt und jetzt mehr denn je in Europa vor allem auch oder global, aber jetzt auch, weil das ein Großteil des Publikums jetzt ja aus Europa ist, dass man schon ein bisschen diese Zeichen auch ernst nimmt und für sich spürt, ja, was bedeutet das für mich und mein nächstes Umfeld? Es ist natürlich auch so, dass jetzt, und das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, diese Vorhersage zu den kommenden Unruhen, zu der kommenden Gewalt in der Ukraine, das war 2015, jetzt haben wir 2022, also da sind 7 Jahre dazwischen. Es ist jetzt auch nicht so, dass von heute auf morgen das ganze System auseinanderbricht und alles in Schutt und Asche gelegt wird. Das ist natürlich ein Aufbau, der auch über mehrere Jahre gehen wird, aber es ist sicher wichtig, dass man nicht wartet, bis es zu spät ist. Du hast ja immer schon wieder mal Prognosen gesagt, Leute, passt ein bisschen auf, legt vielleicht einen Garten an, wenn es möglich ist, vielleicht auch von der eigenen Ernährung zu sehen, dass man sich nicht auf so stark auf außen konzentriert, sondern selber auch mal Hand anlegt im Garten, wo man Gemüse anbaut oder Früchte etc. Wie siehst du das noch? Bist du da noch dahinter? Ja, klar, ich denke, es ist immer gut, dass man sich ein bisschen selbst versorgen kann, so gut wie möglich. Wenn du sagst, diese Umbrüche, die du ja über lange Zeit lang schon vorhergesagt hast, ist es tatsächlich jetzt ein Great Reset, in dem Sinne, dass man sagt, wir werden bewusster, diese ganzen Ereignisse uns aufzuzeigen, dass dieses materialistische Weltbild, das wir haben, tatsächlich auch sich einmal öffnen soll in dieses spirituelle Themafeld rein, oder hat es mit dem gar nichts zu tun?
Nee, ich denke, das hat damit gar nichts zu tun, weil das sind rein, was wir im Moment erleben, das sind rein geopolitische Entwicklungen. Das heißt, das ist ein Verschieben von Machtverhältnissen, die sich ganz neu umorientieren. Ich möchte vielleicht drei Erlebnisse oder Erfahrungen oder Situationen mit euch teilen, die ich miterlebt habe, auch durch meine Beratungen und Analysen und Vorhersagen, die uns zeigen, wie sich das Ganze am Verschieben ist. Also das Erste, dass wir sprechen ja hier auch von der Weltlage im Umbruch. 2019 waren in Bolivien Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Da habe ich ebenfalls Analysen dafür gemacht. Da habe ich auch im Hintergrund mitgearbeitet. Und da hat die pro-russisch-chinesische Regierung hat die Wahlen gewonnen. Kurz darauf gab es einen Staatsstreich. Dann haben die Amerikaner eine Regierung eingesetzt und bei den nächsten Wahlen wurde diese Regierung wieder abgesetzt und zurück war der pro-russische und chinesische. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, das zeigt, wie die Weltlage im Umbruch ist, das war Afghanistan. Da habe ich auch gearbeitet vor ein paar Jahren und wir wissen ja, welches Debakel der Westen und die NATO in Afghanistan miterleben musste. Die Bilder haben wir alle noch vor Augen. Und ich erinnere mich, als die westlichen Botschaften evakuierten und aus dem Land geflohen sind, haben sich der russische und der chinesische Botschafter, die sind geblieben, die haben die Stadt und das Land nie verlassen. Ich habe da gelesen, die waren sogar in der Sauna zwischendurch miteinander. Und das dritte Beispiel jetzt die Ukraine. Also das sind eigentlich, wenn man das so aus geopolitischer Sicht ansieht, drei, Stellvertreterkriege, heiße oder kalte Kriege, die geführt wurden und die Amerikaner und wir, somit auch wir der Westen verloren haben. Also das zeigt ganz klar, wie der Umbruch ist. Ich habe natürlich auch weitere solche Analysen gemacht, das ist auch auf globaler Ebene. Zum Beispiel, wenn wir da wieder auf Europa zurückkommen wollen, und das bezieht sich auch auf eine Vorhersage von mir, wann war das? Im Dezember 2019. Das bezieht sich, ich möchte das so sagen, als ich 2015 diese Analyse für die aufkommenden Gewalten gesehen habe und als Beispiel die Ukraine genannt hatte, war das so, dass ich da der Osteuropa sah, Ukraine als Land und dann gesehen habe, dass es dort unschön werden wird. Jetzt habe ich im Dezember 2019 habe ich für mich eine Analyse gemacht, um zu sehen, wie sich die Situation für Europa weiterentwickelt. Und ich konnte da einen zweiten Brandherd erkennen, und zwar im östlichen Mittelmeer. Geschrieben habe ich da, innerhalb der nächsten Jahre wird der östliche Teil des Mittelmeers eine Kriegszone werden. Und ich habe jetzt natürlich auch, nachdem das hier mit der Ukraine passiert ist, habe ich dann für mich weitere Analysen gemacht und ich konnte so, für mich sah das von den Bildern her ein bisschen so aus, wie wenn die Ukraine kein Pulverfass ist, sondern eher eine Lunte und dann das Pulverfass per se oder eines davon dann das östliche Mittelmeer ist. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch 3, 4, 5, 6 Jahre dauern, aber das ist für mich der nächste große heiße Konflikt. So wie jetzt Ukraine, östlicher Mittelmeerraum, und da sind natürlich Zypern, da ist Griechenland, da ist Türkei, da ist Israel, da ist Libanon, da ist Ägypten, da ist Libyen. Also das sehe ich als einen nächsten großen, schwierigen Konflikt und Herd, und das wird dann natürlich auch in Europa, im Mitteleuropa sehr, sehr stark spürbar werden. Genauso wie zum Beispiel für Südamerika habe ich das auch gemacht. Ich habe dann für mich versucht zu sehen, ja gut, ich habe diese drei Beispiele gebracht, Bolivien, Ukraine und Afghanistan. Was sind da sonst noch Länder, die ich als nächstes in diese Stellvertreterkonflikte sehe? Und in Südamerika habe ich gesehen, dass das Peru ist. Das ist seitdem auch schon gefallen in diesem Sinne. Argentinien und Ecuador sehe ich, die werden ebenfalls in diesen Strudel hineingeraten. Und wir werden da uns noch auf einiges gefasst machen müssen. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass wir jetzt auch wissen und spüren, gut, es ist sich viel am Verändern, es wird sich noch viel mehr verändern. Und ich denke, jetzt speziell für den Mitteleuropäer bedeutet das einfach auch, dass er ein bisschen realistischer wird, weil wir gerade in Mitteleuropa, wir haben
doch 7 Jahrzehnte in einer sehr entspannten, in einer sehr ruhigen, in einer sehr friedlichen, ja, Gesellschaft gelebt. Das ist jetzt vorbei, das muss man einfach wissen. Das wird auch die nächsten 2-3 Jahrzehnte nicht besser werden, im Gegenteil. Und wie gesagt, ich möchte nochmal auf das von vorhin zurück, hoffen und beten, das ist hier nicht angebracht, das ist falsch, das ändert auch nichts. Man muss wirklich sehen, gut, wie kann ich mich aktiv für mich und meine Mitmenschen einsetzen, damit es uns gut geht, damit wir auch vorbereitet sind und nicht, dass es dann plötzlich zu spät ist, weil wir haben die letzten 2-3 Jahre auch mit Corona gesehen, dass es wichtig ist, dass man sich nicht einfach nur blindlings führen lässt, sondern auch Eigenverantwortung übernimmt. Und ich denke, Eigenverantwortung ist gerade bei dem und bei dem, was alles noch kommen wird, sehr, sehr wichtig. Ja, das bedeutet ja eigentlich, dass wir hier zwei Machtkämpfe haben. Einmal diese diktatorischen Strukturen und einmal die demokratischen, Anführungsstriche, Strukturen. Also die demokratischen Länder, die hier auch ganz andere Prozesse haben, die tun sich scheinbar schwer, hier gegen einen Aggressor oder gegen eine solche Bollwerke vorzugehen. Ne? Siehst du denn für die Demokratie tatsächlich irgendwo wieder ein Hoffnungsschimmer, dass wir hier dieses, sage ich mal, Anführungsstriche, dieses Rennen gewinnen, dass die Menschen hier doch in mehr Freiheit leben, als wir in diesen, ja, sage ich mal, Ländern wie in China oder in Russland? Nein, das sehe ich als definitiv vorbei. Das habe ich auch schon öfters veröffentlicht. Also für mich geht es darum, bei diesen ganzen Entwicklungen, dass viele dieser sogenannten Freiheiten, die wir haben, dass die eingeschränkt werden. Und die sehe ich in den nächsten zwei Jahrzehnten noch um einiges mehr eingeschränkt werden. Ich sehe auch, dass es bei uns mehr und mehr, und ich meine, da muss man ja nur sehen, was in Europa die letzten 2 Jahre passiert ist an Menschenrechten, die eingeschränkt wurden, an Pressefreiheit, die eingeschränkt wurde. Also ich bin ja in Panama und ich beobachte das Ganze ja von außen. Und wenn ich dann mit Journalisten in Europa spreche, auch in Deutschland und in Österreich und der Schweiz, und wenn ich mit Ärzten spreche und wenn ich mit vielen Menschen spreche, dann sehe, was die erleben müssen, dann muss ich sagen, habe ich teilweise nicht mehr so große Unterschiede gesehen zwischen unseren westlichen europäischen Ländern und eben jenen, die wir als autokratische Staaten verteufeln. Also ich denke, wir sprechen, der Mitteleuropäer, und ich denke, das ist oft auch so ein bisschen ein arrogantes Verhalten, der Mitteleuropäer spricht sich selbst mit seinem demokratischen, wir sind ja eh die Besten und wir können es eh besser, spricht es sich sehr oft schön, ohne zu merken, dass er es aber selbst nicht unbedingt sehr viel besser macht. Da müssen wir halt auch ein bisschen realistischer werden, und wir sind auch nicht perfekt. Das ist immer noch so ein bisschen unser koloniales Verhalten, das wir haben. Früher haben wir gesagt, wir sind die Weißen, wir kontrollieren die Welt, weil wir wissen alles besser. Heute sagen wir, wir sind Demokraten, wir regieren die Welt, weil man muss ja politisch korrekt sein, dann darf man das mit der Rassendiskriminierung nicht mehr reinbringen. Jetzt machen sie Europäer einfach mit der sogenannten Demokratie plus Amerikaner auch. Aber das ist ja meines Erachtens, und nicht nur meines Erachtens, sondern das höre und lese ich und sehe ich auch in Gesprächen immer wieder. Demokratie ist so halt auch nur eine Waffe und ein Instrument, um andere Länder zu erobern. Aber um nochmal auf die Antwort zurückzugehen, ja, wir müssen uns damit abfinden, und das habe ich übrigens auch schon vor 3-4 Jahren das erste Mal gesagt, dass es bei uns in Europa darum gehen wird, dass Demokratie, so wie wir es kennen, abgeschaffen wird, und damit müssen wir uns, so wie ich es sehe, auch definitiv zurechtfinden. Noch ein anderes Thema, diese Covid-Zeiten, die ja hier uns die letzten 2 Jahre ein bisschen gebeutelt haben weltweit. Wir reden ja heute über den ganzen Globalisierung. Kommt denn nochmal irgendeine so eine Krankheit auf uns zu? Siehst du da auch irgendetwas? Da haben wir gesagt, wir haben einmal diese ganzen, sage ich mal, ja, demokratischen Prozesse, die sich hier, sage ich mal, langsam zersetzen, und dann haben wir hier die beiden Mächte, die sich gegeneinander wirken, und dann kommt vielleicht noch eine Krankheit dazu. Ja, Als die ganze Covid-Situation anfing, wurde ich ja anfangs 20 auch öfters interviewt. Wir haben da auch ein Gespräch geführt. Und für mich war schon damals klar, dass die eigentlich schwierigen Zeiten erst nach der ganzen Covid-Geschichte und Entwicklung kommen werden. Also nebst dem, was du bereits erwähnt hast, dürfen wir natürlich auch nicht die Wirtschaft vergessen. Also wir sind bereits in einer Inflation, man liest mehr und mehr von Rezession, also das schließe ich auf keinen Fall aus. Ich habe ja auch schon öfters Veröffentlichungen gemacht zu weiterkommenden Wertverlusten, und zwar Riesenwertverlusten an der Welt,
in der Weltwirtschaft, ob das jetzt nur ein, also nur in Anführungszeichen, ein Börsencrash ist, wie wir ihn 2008, 2009 hatten, oder ob es sogar tatsächlich in eine tiefe, tiefe Rezession reinrutscht, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil da kenne ich mich zu wenig aus mit den Begriffen, aber ich sehe ganz klar, dass wir noch in ein sehr, 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 sehr tiefes wirtschaftliches Loch hereinfallen werden und dass das natürlich auch noch zu weiteren Schwierigkeiten führen wird. Wegen weiterer Welle kann ich nicht sagen, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe auch absichtlich noch nicht geguckt, weil es ist gerade, wenn man, das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn man medial arbeitet, wenn man mit Prophezeiungen arbeitet, dann ist es auch wichtig, das habe ich auch zu Beginn kurz angedeutet, dass man sich emotional zurückhalten kann. Das heißt, sobald du dich mit etwas identifizierst, ja, bist du voreingenommen und dann hast du keine sachliche, ist es sehr schwierig, sachlich zu analysieren. So. Und weil jetzt natürlich die ganze Covid-Extremsituation, so wie wir es bis jetzt kannten, so langsam ein bisschen am Abflauten ist, wollte ich mir jetzt zuerst noch ein bisschen Distanz und Zeit geben, um zu sehen, ob da nochmals sowas zu erwarten ist. Aber ich denke, unabhängig davon, eine viel größere Gefahr als nächstes sehe ich in der Tat in der Wirtschaft. Wir haben hier eine Frage in unserem Chat. Jemand schreibt, ob du irgendwelche Gebiete oder Länder sagen kannst, die auf der Welt, sage ich jetzt mal, eher verschont bleiben wollen, wo man sagt, da können wir sich noch ein bisschen friedlicher aufhalten. Mhm. Wenn man sagt, ich will jetzt auswandern oder ich möchte irgendwo hingehen, wo wären da so Plätze? Da habe ich übrigens auch schon vor mehreren Jahren einiges dazu veröffentlicht. Ich wurde das natürlich bereits nach meinen ersten Analysen zu Europa 2013 auch immer wieder gefragt. Und ich glaube, 2015 oder 2016 hatte ich dann auch tatsächlich eine Analyse gemacht zu solchen möglichen Orten, die ich, von denen ich gespürt habe, dass sie stabiler bleiben. So. Jetzt im europäischen Bereich habe ich gesehen, dass das die ganzen nördlichen Länder sind, also die skandinavischen plus Dänemark auch noch dazu gehörend. War jetzt für mich persönlich weniger attraktiv klimatisch gesehen, aber es gibt solche, die mögen das. Ja, klar. Und das wäre sicher einer der Orte. Und dann natürlich, dann auch zum Beispiel Australien, Neuseeland, das spüre ich auch stabiler und dann auch hier in Zentral- und Südamerika gewisse Regionen ebenfalls. Das sind so die Punkte, geografischen Punkte, von denen ich spüre, da ist das, wird das Beben etwas weniger stark sein. Aber ich muss sagen, durch die Globalisierung ist es sicher so, dass, dass einiges sehr, sehr stark betroffen wird und dann egal, wo man ist, also es wird niemand drum herum kommen, dass er sich ein bisschen zusammenbeißen muss und auf die Zähne beißen, und so wie es jetzt auch mit Corona war, egal ob jemand krank wurde oder nicht, betroffen hat es immer. Und genau so ist es natürlich auch mit dem, was da kommt. Aber vielleicht auch da noch, für mich war es auch bereits seit längerem klar, dass Europa einer der Gegenden sein wird, die am extremsten gebeutelt werden wird, gerade auch durch das, was sich geopolitisch entwickelt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist und das vielleicht auch als Anregung, wenn wir solche Situationen erleben, sollte man sich nicht nur darauf konzentrieren, wo es knallt, wo es laut ist, wo es wild ist, sondern man sollte auch immer versuchen, eine gewisse Distanz zu halten und zu sehen, ja, was passiert denn drumherum noch? Wo sind noch weitere Möglichkeiten oder Entwicklungen, die man sonst nicht so beobachtet? Weil ganz oft ist es ja gerade in der Wirtschaft und der Politik so, dass irgendwo Lärm, viel Lärm gemacht wird, um von etwas anderem abzulenken. Genau. Und das jetzt, ich habe vorhin gesagt, für mich ist Ukraine ganz klar kein Pulverfass, sondern nur die Lunte. Und wenn sich jetzt natürlich alle auf die Lunte stürzen und sich die Finger an der Lunte verbrennen, werden sie umso geschockter sein, wenn dann plötzlich das Pulverfass irgendwo hinter ihnen explodiert und den Hintern verbrennt. Deswegen lieber schauen, gut, da ist die Lunte, aber wo könnten mögliche Pulverfässer sein? Auch wenn das jetzt nicht eine Zeitfrage von Wochen oder Monaten ist, sondern eher Jahre, aber trotzdem ist es sicher gut, dass man einfach auch immer ein bisschen vorsichtig ist und nicht blindlings vertraut, weil gerade, und ich denke auch, das sehe ich jetzt auch in diesem Punkt immer wieder, gerade mit der Ukraine, die Bösen sind ja immer die anderen und ich staune immer wieder ab einer gewissen Naivität, gerade der Mitteleuropäer, ihrer Regierungen gegenüber, dass die es ja fast nur immer gut meinen und
das Böse nur vom anderen herkommt. Also man muss immer davon ausgehen, dass auch die eigene Regierung es nicht wirklich nur gut mit einem meint, sondern man auch für die nur eine Kuh ist, die gemelkt werden will. So, und wenn man da zumindest ein bisschen vorsichtig ist und sich das so bewusster wird, dann wird man auch nicht so, kann man sich auch nicht so einfach ja, manipulieren oder beeinflussen lassen. Ja, die Schwierigkeit scheint in diesen Zeiten zu sein für Menschen, die bisher sehr stark, sage ich mal, unseren Regierungen und den gewählten Volksvertretern, in Anführungsstrichen, vertraut haben, zu sehen, dass die teilweise auch ziemlich, ja, sage ich jetzt mal, überrascht sind von aktuellen Entwicklungen, dass sie die Lage auch teilweise ziemlich falsch einschätzen, dass sie auch teilweise ziemlich blauäugig naiv an eine Sache rangehen. Das Zweite ist natürlich, dass natürlich die Macht und Geld und die hinterher oder hinter den Kulissen die Fäden ziehen, natürlich auch nicht mehr ganz durchschaubar sind. Wo soll sich denn der Normalbürger in Anführungsstrichen informieren? Da braucht er vielleicht ein bisschen einen Leitfaden. Kann das ja so ein Kanal sein, den wir hier machen und immer wieder mal darüber berichten? Oder wo hat er denn einen Ankerpunkt? Ja, ich denke, das, was du gesagt hast mit der Blauäugigkeit, ich denke, wenn es einen positiven Aspekt des Ganzen gibt, dann ist das sicher einer davon, dass nämlich viele aus dieser Blauäugigkeit aufgewacht sind und gemerkt haben, Moment, so naiv funktioniert es doch nicht und vielleicht muss ich da doch ein bisschen vorsichtiger sein und aufmerksam. So. Ja, und wo man sich informieren kann, ich denke, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe das natürlich alles auch beobachtet und ich muss sagen, gerade auch auf Telegram etc., da gibt es ja so viele Kanäle, also die sind ja so absoluter Müll, nicht anders als jetzt zum Beispiel die normale Mainstream-Media-Presse. Also ich denke, am besten ist, dass man einfach versucht, sich in verschiedensten Plattformen ein bisschen intelligent zu machen und zu informieren und dann immer davon auszugehen, dass keiner wirklich nur die Wahrheit sagt und auch hinter jedem irgendeine Interessensgruppe oder eine Lobby steckt und man sich dann so aus verschiedenen Kanälen informiert und dann vielleicht so eine gesunde Mitte für sich als mögliche Realität einstuft, aber immer mit einer gesunden Distanz. Genau, und die Realitätsverweigerung, dass ich sage, ich schalte jetzt diese Mainstream-Medien gar nicht, also das ist auch so ein Trend in der Szene, dass man sagt, du schaltet einfach diese Mainstream-Medien ab, etc., dann hast du mit dieser Realität nichts mehr zu tun. Das ist ja so nach dem Motto, ich mache mir halt mal die Augen zu und du siehst mich nicht mehr, ne? Ja, erstens das und zweitens gab es ja viele, die haben jetzt gerade auch während Corona gesagt, gut, ich mache keine Mainstream-Media-Presse mehr und nur noch Telegram-Kanäle zum Beispiel, aber das führt dann genau zu einer solchen Einseitigkeit wie der nur Spiegel online schaut und CNN und BBC und Deutsche Welle, also dann fällt man einfach von einem Extrem ins andere. Deswegen sage ich, ist es meines Erachtens am besten, wenn man in genau eine Rundumsicht, indem man halt auch mal ein bisschen Spiegel Online, ein bisschen Frankfurt und dann auch ein bisschen Telegram-Kanäle und was man da sonst noch alles will, damit man diese gesunde gleiche oder Mitte behalten kann und zumindest Mitte behalten kann, was die Information angeht. Viele Spirituelle sagen natürlich momentan auch, dass dieses Geschehen, das hier weltweit unter den Menschen, unter der Zivilisation gerade abläuft, auch ein Ausdruck ist, wie es uns innen geht. Dass es sich im Außen widerspiegelt. Was sagt denn die Erde zu diesen ganzen Entwicklungen? Wir haben ja hier auch ja, eben Krisen ohne Ende und natürlich auch diese sogenannte Klimakrise, dass uns irgendwo plötzlich, sage ich jetzt mal, die ganze Welt um die Ohren fliegt. Das Thema haben wir auch noch auf dem Tisch, oder? Ja, das ist einer der vielen, genau. Also man kann im Moment irgendwie wirklich sich, man kann aussuchen, mit welcher globalen Krise man sich identifizieren will. Es wird nie langweilig. Ich denke, also das ist auf jeden Fall so klar, dass diese äußeren Unruhen sind auch ein Zeichen innerer fehlender Stabilität und wieder, wie schon vorhin kurz erwähnt, und das hast ja auch du gesagt mit dem eigenen Garten etc., ich denke, gerade in solchen Situationen ist es halt auch gut, dass man, um die innere Mitte zu finden und um eine gewisse innere Stabilität zu behalten, schon nicht die sich von der Realität ablösen sagt, das geht mich alles gar nichts an, und ich sende nur goldenes Licht und Erzengel, was weiß ich, Michael oder so, und damit hat sich's, sondern dass man dann, dass man halt auch wirklich sagt, gut, ich schaue für mein gesundes Umfeld, ich mache meine täglichen Arbeiten, ich schaue, was um mich herum passiert, aber auch immer so, dass ich in meiner Mitte bleibe. Mhm.
Das heißt, das Leben ist eine permanente Veränderung. Leider, es wird ja oft einmal gesagt, die guten alten Zeiten, aber die sind ja auch immer schon unruhig gewesen. Es gibt ja immer schon Umbrüche. Die Menschheit, die Zivilisation ist ja permanent in einem Wandel. Der Wandel ist jetzt schneller geworden und es gibt mehr Einschläge um uns herum, um diesen Wandel zu begleiten. Und da ist es wichtig, dass man selber seine Mitte findet und eben sein Netzwerk aufbaut und versucht, hier sein eigenes Bild zu schaffen und so nach seinem, ja, nach dem gesunden Menschenverstand nicht vergisst einzuschalten. Auch diese Dinge sollten passieren. Wenn man jetzt, sage ich mal, noch ein paar hundert Jahre, also du sagst ja, das wird natürlich mehrere Jahrzehnte dauern, diese Veränderungen, die kommen immer wieder so schubweise wie bei Wehen, die kommen ja auch nicht alle auf einmal, sondern so richtig, aber meistens steht ja hinterher eine Geburt eines, ja, etwas Neues, eines neuen Lebewesens, und wenn man hier die Geburt dieser Zivilisation in ein neues Zeitalter hineinzieht, denkst du, dass wir schon immer schrittweise eigentlich in eine positive Richtung laufen, auch wenn es jetzt momentan nicht mehr diese demokratische ist? Denkst du denn, dass die Spiritualität in Zukunft eine größere Rolle spielen wird? Ja, also ich denke, unabhängig des politischen Systems kommt es ganz klar zu starken Veränderungen. Das wird zu Neuausrichtungen führen, und dass der Mensch lernt ja auch gerade durch die globale Vernetzung, sieht er, wer was wo glaubt und weiß oder nicht weiß, und dementsprechend ist es natürlich zu hoffen, dass der Mensch jetzt auch in dieser Entwicklung, die wir jetzt durchleben, die Möglichkeit haben wird, sich eines bewussteren Lebenswandels klar zu werden. Und das hat man ja immer wieder beobachtet, dass nach größeren Konflikten und Unruhen und Schwierigkeiten oder auch Naturkatastrophen die Menschen zumindest für eine gewisse Zeit länger in sich gekehrt waren, mehr Aufmerksamkeit, genau, zusammenrücken, auf andere achteten, gegenseitiges Helfen, gegenseitiges Unterstützen. Also ich denke, das wird da sicher auch kommen. Aber ich sehe es jetzt nicht so in diesem Sinne wie mit einer Heilversprechung, wie das viele andere sehen, dass sie das Gefühl haben, das, was jetzt passiert, katapultiert uns in die 95. Dimension oder sowas, sondern dass es einfach tatsächlich eher so eine Schwierigkeit ist, durch die wir jetzt gehen. Und wenn uns etwas besser werden lässt, einfach die Erfahrung dessen, was wir durchleben mussten, so wie unsere Eltern und Großeltern nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und in anderen Ländern nach anderen Konflikten, dass man da einfach auch lernt, da ein bisschen näher zusammenzukommen und das miteinander zu lernen. Aber ich denke, dafür braucht es relativ viel, weil Corona hat uns jetzt das Gegenteil gezeigt. Das heißt, Corona hat uns in eine Krise gebracht, es hat uns durcheinander gebracht, es hat zu vielen Konflikten geführt, aber von Einheit und besserem Verständnis sind wir viel weiter davor als vor Corona. Also genau. Da müssen wir noch einiges dazulernen als Kollektiv, wenn das funktionieren sollte mit einer besseren Zukunft. Ja, es gibt ja dieses kollektive Feld, das man eigentlich anzapft. Also das heißt, wenn genügend, sage ich mal, in einer positiven Art und Weise werden, also im Grunde ist ja der Mensch gut, dann wird sich das natürlich auch auf Dauer durchsetzen, auch wenn es natürlich immer wieder diese Widerstände gibt. Aber offensichtlich gehört es zu einer Zivilisation, zu einer Entwicklung dazu, dass es durch diese Höhen und Tiefen geht. Darum inkarnieren wir hier, weil ja hier, sage ich mal, nicht nur Licht und Liebe ist, sondern hier auch Schmerz und Leid. Und genau da kann man am meisten lernen, ob wir es jetzt wollen oder nicht. Aber offensichtlich braucht man manchmal den Schmerz dazu. Aber wir werden ihn aushalten, oder Martin? Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja auch Lernprozesse. Wir haben die Möglichkeit, uns so weiterzuentwickeln. Und wir in Europa werden uns wieder einer Realität bewusst, vor der wir uns lange verschlossen hatten. Wir waren lange, nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir sehr, was ja auch verständlich ist, sind wir sehr, sehr stark in die pazifistische Richtung geschweift, was auch gut und wichtig war. Und jetzt schlägt das Pendel wieder in eine andere Richtung um, in eine etwas unruhigere, wie das so ist in der menschlichen Entwicklung. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit für uns zu sehen, was will ich und in welchen Weg will ich gehen, wie entscheide ich mich und wie entscheide ich mich auch für meine Familie und für die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Das ist ja wie in einer Ehe und wie mit Eltern und Großeltern, man hat immer wieder Reibereien. Aber wichtig ist, wenn man sich dann am Schluss wieder findet und zusammenraufen kann. Und da sind natürlich auch die Wachstumschancen. Und was interessant ist, wir sind ja hier im Moment in Panama. Und es gibt im Moment sehr, sehr, sehr viele Menschen, die kommen nach Panama. Es gibt auch sehr viele, gerade Deutsche, die gehen nach Paraguay.
Und es ist nicht nötig, dass man nach Panama oder Paraguay geht. Das kann man natürlich auch irgendwo in Deutschland oder in Nordeuropa machen. Aber ich denke, was sicher auch eine zukünftige, sehr erfolgsversprechendere Lebensmöglichkeit ist, wenn man versucht, auch unter Gleichgesinnten sich etwas zusammenzufinden. Also auch sieht, ja gut, wer denkt ähnlich wie ich und mit wem will ich die Zeit verbringen? Und so versucht, Schwierigkeiten, die auftauchen, hinter sich zu bringen. Und so gesehen haben wir auch die Möglichkeit, im Kollektiv uns viel besser diesen Veränderungen anzupassen, auch wenn sie schwierig werden, als wenn wir das einzeln machen müssen. Martin, du sprichst ja bei deinem Vortrag am 17.03., ich glaube, Anmeldung ist es auch über deine Webseite. Ja, genau. Ich gebe am 17.03. gebe ich einen Vortrag über das Thema, wie Intuition in Zeiten starker Veränderungen einbringen zu können. Ich werde während diesem Vortrag natürlich auch Übungen machen mit den Zuhörern, um die eigene Intuition zu schulen, weil meines Erachtens ist gerade in solchen Situationen ist Intuition ein sehr, sehr wertvolles Hilfsmittel. Wir können unsere Fahrt durch den Ozean des Lebens vergleichen mit einer Schiffsfahrt auf dem Atlantik. Solange das Wasser ruhig ist und solange der Himmel offen und blau, ist es relativ einfach, durch das Weltmeer zu segeln. Wenn es jetzt aber hohe Wellen gibt, wenn es stürmt, wenn es windig ist, wenn wir keine Seemeile weit sehen und nicht wissen, wo vorne und hinten und Norden und Süden ist, dann hilft uns ein Sonar oder dann hilft uns ein Funk, mit dem wir uns orientieren können, zum Beispiel in Verbindung mit der nächsten Hafenstadt, die uns die Wetterlage mitteilt und uns erklärt, was wie wo ist und wie wir am besten weitermachen sollten, um das Tief zu verlassen und wieder in ruhige Gewässer zu kommen. Im realen Leben wäre dieses Sonar oder wäre diese Funkverbindung wäre unsere Intuition. Weil unsere Intuition ist ein Hilfsmittel, ein sechster Sinn eigentlich, die uns helfen kann, an Informationen zu gelangen, die wir sonst nicht bekommen, an die wir sonst nicht kommen könnten. Und das zum Beispiel ist auch der Unterschied zwischen Instinkt und Intuition. Das ist nicht dasselbe. Also der Instinkt orientiert sich oft aus bewussten oder unbewussten Erinnerungen aus der Vergangenheit. Also ich habe mir in der Kindheit die Hände am Herd verbrannt. Instinktiv bin ich vorsichtig, wenn ich an den Herd fasse. Das Neugeborene sucht noch, bevor es die Augen offen hat, egal ob Tier oder Menschlein, sucht es die Zitze oder Brustwarze der Mutter, um zu saugen. So, das ist Instinkt. Intuition hingegen ist völlig frei und unabhängig eigener, kollektiver, vergangener Erlebnisse oder Erfahrungen. Sondern intuitiv ist frei von Emotionen, Intuition ist frei von intellektuellem Wissen und Intuition funktioniert in die Zukunft oder in der Gegenwart Raum und Zeit frei. Das heißt, und deswegen ist es mir jetzt als medialer Berater und mit meinen Prophezeiungen auch möglich, zum Beispiel über Vorhersagen zu machen, wie die für die Ukraine. Ich war jetzt noch nie in der Ukraine. Ich habe schon mehrere Vorhersagen gemacht die letzten Jahre, jetzt auch wieder. Ich habe zum Beispiel vielleicht, was auch noch interessant ist, ich habe bereits letzten Sommer hatte ich verschiedene Leute, die ich kenne, Kunden oder Bekannte, die in der Ukraine Investitionen tätigen. Denen habe ich bereits letzten Sommer gesagt, Jungs, Leute, seid sehr, sehr, sehr vorsichtig mit der Ukraine, da wird es Krieg geben. Ich konnte jetzt nicht sagen, dass es im Februar losgeht, aber es wäre für mich klar, innerhalb der nächsten 12 Monate knallt es in dem Land. Und das, obwohl ich noch nie in der Ukraine war. Und das auch als Fallbeispiel, wie die Intuition funktioniert und wie man eben mit Prophezeiungen arbeiten kann. Das heißt, in solchen Fällen, zum Beispiel Ukraine, egal ob das jetzt mit der Vorhersage 2014, langzeitige Entwicklung, 2015 mit der bevorstehenden Gewalt und den Zeichen für die schwierigen Zeiten, die auf Europa kommen, oder letztes Jahr der Bezug auf die Kunden und Bekannten für die Ukraine,
Ich in solchen Fällen schließe ich meine Augen, ich meditiere und ich schaue mir dann vorher auf einer Landkarte, auf dem Globus, schaue ich mir an, wie das Land Ukraine aussieht. Also so wie wenn ich jetzt von dir Nepomuk die Aura lesen würde, dann schaue ich dich an und dann sehe ich, wo deine Chakren sind und wo deine Aura ist. Und dann tauchen gewisse Schwachstellen auf oder gewisse Stärken und Tendenzen und Entwicklungsmöglichkeiten deines Weges. So. Und mit einem Land ist es genauso. Ich schließe dann meine Augen und dann habe ich mir in diesem Falle jetzt die Aura der Ukraine vorgestellt, visualisiert, 2014, 2015 und jetzt, letztes Jahr und jetzt wieder. Und dann habe ich gesehen, wie sehen die Farben des Landes aus? Sind das ruhige Farben? Sind das schöne? Sind das harmonische Farben? Sind das schwierige Farben? Zeigen diese Farben Gewalt oder tauchen sogar irgendwelche Bilder, Visionen von kämpfenden Soldaten, von toten Kindern, von toten Zivilisten auf etc., explodierende Gebäude? Und anhand von dem weiß ich dann, in welche Situation sich etwas entwickelt. Und das wäre vielleicht jetzt auch gerade in Bezug auf die Ukraine, wenn wir es davon haben. Also ich würde jetzt auch dort den Leuten raten, sehr, sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil ich sehe auch, egal was jetzt die russische Regierung und die lokale Regierung miteinander in der nächsten Zeit verhandeln oder nicht, also da kommt noch einiges auf das Land zu und ich würde mich da sehr, 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 sehr vorsichtig verhalten, speziell auch was Scharmützel und Unruhen unter verschiedenen Milizeinheiten angeht. Also da sehe ich ein enormes und ein noch nicht gesehenes Gefahrenpotenzial. Martin, wir wollen noch mal auf eine Frage eingehen, die hat vielleicht jetzt nur am Rande was mit zu tun, weil da gibt es immer noch Menschen, die fragen, ja, gibt es denn wirklich keinen Tod? Und da sollte man vielleicht wirklich sagen, okay, wenn es dir wirklich hier diese Dimension wechselst, dann kann man sagen, nein, der Tod existiert nur für deinen Körper, aber nicht für dein Bewusstsein. Das ist auch meine Erfahrung, also nicht, dass ich schon gestorben bin, aber das ist mein. Nein, in dem Leben noch nicht, aber es ist meine Erfahrung, weil ich sehe ja auch Verstorbene. Das heißt, oft, wenn ich in ein Haus komme, taucht die Seele eines verstorbenen Menschen auf oder Tieres. Und ich hatte selbst auch schon Rückführungen gemacht und ich sehe auch bei Kunden, wenn ich Aura lese, sehe ich immer wieder vergangene Leben. Also meine Erfahrung zeigt mir, dass die Seele in der Tat auch weiterlebt nach dem Tod, physischen Tod. Und vielleicht für mich ein sehr berührendes und ein sehr schönes Erlebnis, das ich hier teilen möchte, das hat es nicht mit vergangenen Leben zu tun oder zukünftigen Leben, das ist wirklich nur der Moment des Sterbens als solches, aber vor Jahren in Indien war ich Zeuge eines Autounfalles und einer der Passagiere, wir waren Gott sei Dank nicht in einem der Autos, das vom Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber wir waren Zeugen, wir sind angehalten, sind zu den in Mitleidenschaft gezogenen Autos gegangen und ich sah, wie einer der Autos ausgestiegen ist und er ist durch die Windschutzscheibe geflogen, hatte einen riesen Glassplitter hier im Hals, hat die Halsschlagader durchschnitten und das Blut ist nur so rausgespritzt. Der ist auf den Boden gefallen, lag 10, 15 Minuten sterbend vor mir. Ich habe ihn dann beobachtet, ich habe dann auch mit ihm telepathisch gesprochen, um seine Seele zu beruhigen. Es kam dann noch ein israelischer Tourist, der war Arzt, der hat versucht, ihn zu retten. Das war natürlich hoffnungslos. Und für mich das Berührendste daran war dann, als der letzte Atemzug dieser Person ausgeatmet wurde, konnte ich sehen, wie aus dem Körper sich so wie ein Nebelmeer erhob. Das war wirklich so, wie wenn du früh morgens in ein Bergtal schaust und siehst, wie sich das Nebelmeer so langsam erhebt. So hat das dann ausgesehen. Da haben sich diese Farben, diese Energie, die Seele, die Aura, die hat sich langsam aus dem Körper erhoben und ist dann im leeren Raum entschwunden. Also ich habe da nicht gesehen, dass die jetzt irgendwie bis zu den nächsten Planeten hoch oder so, sondern vielleicht 30 Zentimeter über der Erde hat sich das aufgelöst, wie ein Feuerrauch, der sich dann so langsam auflöst und weg waren die Farben. Aber das war für mich so ein schönes Erlebnis zu sehen, wie das, was wir Seele nannten, wie das den Körper verlassen hatte und in den unendlichen Raum entschwunden ist. Ja, das wird ja auch den Hospizen berichtet und von Menschen, die ja auch dabei sind. Man sterben ja nicht immer, aber oftmals, da gibt es ja unzählige Berichte davon. Aber wie gesagt, wenn man so Fähigkeiten hat wie du, dann oder die sensitiven
Empfindungen so geschärft hat, dann kann man natürlich diese Dinge leichter wahrnehmen als vielleicht der ungeschulte Mensch. Also am 17.03. Martin, können die Leute hier noch mehr lernen, wie sie hier erst einmal was in Europa passiert, zweitens, wie man damit umgeht, wie man sich, sage ich jetzt mal, einen Kompass holt, um die Zukunft zu blicken und zu sagen, was passiert denn, wie schütze ich mich, wo kriege ich denn Informationen aus diesem Quantenfeld der Möglichkeiten heraus. Und ja, Martin, ich würde auf alle Fälle sagen, das war ein super Gespräch und bedanke mich natürlich bei dir sehr, sehr herzlich, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, um mit uns hier, sage ich mal, seine Dinge durchzugehen. Und ich hoffe, wir werden demnächst wieder mal ein Gespräch führen, vielleicht im Laufe des Jahres. Du kommst ja hoffentlich bald wieder mal nach Deutschland oder Österreich oder Schweiz und dann werden wir mal schauen, was wir alles machen. Und sage bis dahin herzlichen Dank. Und ja, danke dir auch. Schön, dass ich dabei sein durfte. Es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Ich hoffe natürlich, dass wir das nächste Mal einen etwas erfreulicheren Grund haben, miteinander zu kommen, als ein nächster Konflikt. Ich danke auch den Zuschauern, den Zuhörern. Ich wünsche euch gerade in diesen Zeiten alles, alles Gute. Bleibt in eurer Mitte, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke. Okay.